Wenn ich einen Tag aufhöre, einen einzigen Tag aufhöre zu rappen, holy shit, mein Kopf sieht aus wie eine dreckige Pinsel, dann liked ihr dumme Ach nein, das habe ich nicht gesagt. Dann liked ihr schlauen, schönen Menschen viel weniger. But dieser Voice Crack, Digga. Ich werde heute nicht rappen, weil ihr hört, ich kann über diese Stimmlage gar nichts mehr sagen. Weil ich aber nicht rappe, werde ich trotzdem euch diesen Anzug verlosen. Also diesen Money Man Anzug. Money Man mit originalen 14 von mir. Wish that for me, but I don't cry no more. Das alles, was ihr dafür tun müsst, ist diese Folge liken, irgendwas kommentieren und das war's eigentlich. Und natürlich schreiben, wie diese dreckige Folge heißt. Nächste Folge. Du Lachen, du Area 5 Tony. Erinnert euch noch an Area 5 Tony? Wir beginnen mit dem Bruder hier. Area 5 Tony, meine Welt, ist der erste Newcomer der Stunde. Nein, Area 51. Area 5, oh, so, okay, sorry. Area. Ihr kennt den ganzen Spaß, wir dürfen nicht lachen. Nein, auch nicht wie diese ganzen Fortnite, die Minecraft spielen und dann diese Videos drehen, wo sie nicht lachen, sondern dann bei jeder. Hört auf, da hinten Sex zu haben! Wir steppen rein in das Küchengerät. In das Geschehen. In das Geschehen. Mein Leben auf die Reihe bekommen. Ja. Ja, es ist halt wirklich. Und dann kommen Leute so mit Witzen wie: Wie viele Blondinen braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln und so. Bro, es ist klar, dass die keine wechseln können, die nicht mal so. Sowas. Wieso tut ihr das? Weißt du, ich meine so. Oh yeah, Alkash Abi. Oh ja, oh yeah. Ich küsse deren Herzen, Alter. Einfach ein InScope inspirierter Abi. Das ist schon hart, Alter. Ich finde das sehr positiv, wie der Bruder jung inspiriert, Alter. Hi. Hi. Wow. Hey. Hi. Digga, ich sage euch ehrlich, der sieht so mächtig aus. Er hat die mächtig angefurzt pisst. Angefurzt pisst. Er wurde angefurzt pisst. Ja. Ni nang zuo de shao? I'm sorry. Ni hang jiang? I don't speak English. I don't speak English. Hey, I was gonna say, man. Yeah, you too, dude. Take it easy. You too. Wisst ihr, was traurig ist so? Diese deutschen Videos, die wir von den Kennex kennen, die gar keinen Sinn ergeben so. Man hat darüber gelacht, sie lustig gefunden und dachte sich irgendwann so, Alhamdulillah, wenigstens irgendwas so, was wir selber erfunden haben. Wenigstens irgend so ein TikTok-Format, so Sachen, die gar keinen Sinn ergeben und dann ist schon lustig. Die schauen auch alle komisch aus, ist das. Haben uns totgelacht über die Idioten. Dann siehst du so ein Meme wie hier zum Beispiel, wo du jeden Tag Memes anschaust und merkst halt so, auch der war geklaut. Weißt du, man? Dann fühlst du dich wieder hintergangen. Tja, ist das ein Phänomen da, wo wir leben, oder wird jeder hintergangen? That's a good question. Okay. Finde ich auch übrigens sehr männlich. Also, no front an die Jungs, die das tun. Aber wenn ihr Schamhaare im Gesicht habt, frisiert einfach eure Schamhaare weg, bis ihr Bart kriegt, Digga. Ja. Korrekt. Sehr korrekt. Mach einen Halbmond dafür. Oh man. Okay. Oh, Küchengerät, was nicht so gut funktioniert. Ich glaube, das Problem liegt daran, dass es OnlyFans hat. Ja, ich hab's doch gesagt. Practice makes perfect. Er hat nicht getroffen. Helikopter Fake versus Real. Fake. Real. Helikopter, helikopter. Paracopter, paracopter. Mein Gott, Junge. Hey, let me get one too. Hey, let me hold on. Yeah, he's in there right there. What the dog doing? Holy shit.
Das finde ich auch krass. Hunde können halt so. Ich habe voll viele Hunde gesehen, die Skateboard fahren. Das sieht immer so lustig aus. Das hatten damals, als ich 20 war, so reiche Almans, die zur Bank gehen, um 2,5 netto zu verdienen, obwohl sie 25 Jahre studiert haben. Was? Später habe ich erst verstanden, dass sie sich kein Auto leisten konnten. Damals dachte ich mir, holy shit, die sind auf Steroiden, haben so viel Geld. Irgendwo haben sie auch viel Geld. Ja, aber das heißt trotzdem, dass du alles erreichen kannst, was du willst. Auch einst ein Samenerguss, weil du warst mal wirklich nur ein Samenerguss. Weißt du, ich meine, du bist ja nicht Samenerguss geblieben. Aber viele leben so, als ob sie Samenerguss geblieben sind. Wieder was zum Nachdenken. Und falls du es nicht verstehst, gibt es wieder eine Wasserflasche. Okay, bisschen Spucke. Oh. Oh, okay. Ja. Also ich finde so ins Gesicht klatschen, so würde ich niemandem tun irgendwie so. Es ist so voll entehrend. Ich finde einfach so männlich totgeschlagen werden mit so Metallgitterstäben ist viel männlicher so und ehrenvoller und würdevoller als einfach so. Das ist, ich kann nicht mehr, also schlag ich dich ins Gesicht. Das ist schon cringe. Apropos totschlagen, Leute, wenn ihr das Mois-Video heute nicht gesehen habt, geht auch auf den Mois-Kanal. Leute haben behauptet, ich habe meinen Cutter geschlagen. Ich werde mich heute zum ersten Mal dazu melden, euch über meine Aggressivität erzählen und die Wut, die ich nicht in mir halten konnte, weswegen Marek zusammen. Aber oh Mann, schaut euch einfach das Video an. Mac and cheese for man. Oh. Shorty, a little baddie. Oh. Oh. See my little boo thing. Oh, scheiße, Bruder. Holy shit, Digga. Es gibt safe so verrückte Wichser, die so auf sowas stehen. Safe. Die jetzt gar nicht klarkommen, wenn sie den Clip gesehen haben. Für dich gibt's Gott sei Dank auch eine. Du weißt ganz genau was. Boah. I shouldn't be up here. Yeah, it's my birthday today. What can I get out here for free? You a bitch! Der arme Alter. Der arme wollte wenigstens irgendwas gratis zum Geburtstag, Digga. Dark Mode Tutorial, das kann jetzt sehr interessant werden, Leute. Oh nein, ich weiß, was jetzt kommt. What a fucking nick. Nein. Nein. Hier cutten. Nickelodeon. Okay, gut. Nickelodeon. Ich hab nicht cutten. Who up in there? What the? Ooh! Nigga, what's poppin', yo? Taking that shit. Leave me the fuck alone, boy. Hey, where the toilet paper at? Oh, scheiße, Alter. Dad, once again, I said, what happened? Who did this? Who shot you? And now he's looking at me. So letzte Worte, die Tupac ihm gesagt hat vor seinem Tod. We're looking at each other in the eyes. And this is kind of the first time he's even acknowledging my presence. Also, das ist der Polizist, der Tupac gefunden hat. And he looked at me and I could tell he was, you know, he was getting a breath together to tell me. And he looked me right in the eyes and we looked at each other and he said, fuck you. And he said it just like that with the emphasis on that F to, you know, to really let me know. Er war fuck real, Digga. Tupac war so ein fucking motherfucker. Rest in peace an den King, Alter. I mean, ask any woman if she would choose her car over her children and she'd take the kids any day, whereas I would question a lot of men out there, quite frankly. Tracy, I can't believe what I just heard you say. Das Ding ist, die denkt wirklich, wir würden statt unseren Kindern ein Auto wählen. Das sagt doch, das hat gar nichts damit zu tun, dass zwischen ihren Beinen eine Fort ist. Das ist einfach nur, egal wer das sagen würde, gottlos dumm, das zu denken.
überhaupt diesen Klischee überhaupt eine Bedeutung zu schenken, so, ja, Männer lieben ihre Autos mehr als ihre Frauen. Shut the fuck up, bitch. Shut the fuck. Wir sagen auch nicht, dass ihr eure Küchengeräte mehr liebt. Wir mögen halt unsere Autos, ja. Trotzdem würden wir euch niemals dem Auto vorziehen. Wisst ihr, ich meine, na was, das ist doch umgekehrt. Wir würden das Auto euch niemals vorziehen. Das war, was ich sagen sollte, oder? Genau, ja, genau so wollte ich sagen. Live longer, Mark. Let me tell you. It is because we are stronger and we are happier at the end of the day than most men. And that is factual and you know it. Das Ding ist, hey, was ergibt das für ein Sinn? When men are married to women who scream like you, they just want to die sooner. Er hat sie mit einem Satz verbarrikadiert. Tatsächlich waren die Memes heute gut. Ich hoffe, ihr habt gelacht. Und wenn ihr jetzt nicht geliked habt, dann kann euch niemand auf diesem Planeten helfen, Digga. Dankeschön fürs Zuschauen. 95% der Menschen auf diesem Kanal haben mich nicht abonniert, weil die denken, er ist eh reich. Bin ich noch nicht. Was soll ich sagen, Bro? Es ist... So, muss ich jetzt wirklich Casino spielen anfangen, damit ich ein Vorbild werde? Dankeschön fürs Zuschauen. Penis.